Ich freue mich gerade so richtig drauf hier. Das ist klasse. Das ist echt klasse. So, die Karnevalsmaske lässt sie für die Dauer des Karnevals inkognito bleiben. Ja, das finde ich auch gut. Schade, dass ich die nie mehr tragen kann, aber ich glaube, dann wäre ich dann unterm Jahr wäre ich dann noch bekannter als ein bunter Hund. Und hier ist noch ein Türmchen. Gibt es hier sonst noch Türme? Nee, das wird der einzige noch sein jetzt. Ich probiere mal da hinzukommen. Mal gucken, ob es klappt. Gucken, ob es klappt. So. Wir sind auch schon wieder 12.000 Fiore in der Truhe. Und hier, da, das ist Party Life. Ich wollte nicht abklatschen, verzeiht bitte. So, hier ist es auch schon. Da oben. Da muss ich hinauf. Ja, komm. Na, halt hier. So weiter, immer schön rauf. So, hopp, und noch weiter. Ehrlich, du willst mich aufhalten? Guck, und schon hat er aufgehört. Das hätte ihm sowieso nichts gebracht, weil heute ist Narrenfreiheit. So. Und nochmal ein schöner Kringel-Rundumblick. Exzellent. So, whoops. Plumps. Mitten in die Menge rein. Dann hier ist wieder ein Schmied. Mal gucken, vielleicht gibt es jetzt auch schon eine neue Rüstung. Nee, immer noch nicht. Ja, da fehlen halt noch die Schulterschützer. Aber die kriegen wir schon. Vielleicht nächstes Mal. Signore Frangibus Dandolo wird höchstpersönlich das Festkomitee anführen. Okay. Jetzt gucken wir mal, wo geht die Mission los. Was? Noch ein Turm jetzt? Nochmal, noch eine. Ja, was soll denn der Käse? Wollen mich verhöhnen? Das mag ich gar nicht. Na gut, machen wir halt die Türmchen noch schnell. Narf. Gut, dafür wir jetzt schon wieder 25.000 in der Truhe. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Was? Die Weisheit der Araber? Okay. In seiner Weisheit hat der untere Rat erlaubt, dass die Handelswege mit den Hafenstädten der Piratenküste wieder geöffnet werden. Eine Vereinbarung, die euren Schutz garantiert, wurde mit dem Weg unterzeichnet. So, jetzt hier rauf. Okay, das ist leicht. Das ist leicht. Da gehe ich natürlich gerne hin. Hier ist auch wieder so ein Kopf. So, hopp, jetzt zieh. Jetzt zieh dich rauf. Da bei dem Gerüst ist es ja wenigstens noch leicht. Na, ich hoffe, dass sie das Ding auch bald repariert haben bis dahin. So, und? Wo ist der Heuknödel? Da unten. 50 von 73, also viele sind es nicht mehr, 23 noch. Und den nächsten machen wir auch gleich. Da oben gibt es wirklich nichts mehr. Gut, nehmen wir das. Gut. Ah.
Hallo, schöne Frauen. Okay, ui, da ist eine Kiste. Das ist mein Bezirk und ihr solltet nach... Tschüss. So, wenn du mir den Schatz nicht gibst, dann fällst du halt um. 1000! Geil! Na komm. So, fahren wir jetzt dahin. Schön dahin. Muss ich da rechts vorbei? Ja, dann muss ich rechts vorbei. So. Gucken wir mal. Hier rum. Und ich werde dich nicht abgetrieben. Ich lasse den Ärger garantiert nicht an den Arbeitern aus. Und den bösen Soldaten. So, hopp jetzt. Wo ist der... Ui. Noch eine Kiste. Warum lässt man sowas so einfach so offensichtlich an offener Luft stehen? Frage ich mich immer. So. Jetzt gucken wir mal. Was machst du denn? Das sollst du nicht machen? So, hier. Drauf, drauf, hüpfen. Sehr gut. So, jetzt geht's einmal aufs Dach. So, hopp. Ja. Und hier ist das Türmchen. Hier ist der Turm. Ehrlich nicht. Was willst du? Stirb, Bastardo! Tschüss. Da hast du geguckt, ne? Na komm, kletter rauf, mein tapferer Recke. Okay, das packt er nicht. Wir müssen halt wieder so machen. Wieder von innen. Aber das macht nichts. Super. Der ist jetzt auch aufgeklärt. Oh Mann. Aber Venedig zu der Zeit ist bestimmt eine schöne Stadt gewesen, abgesehen halt vom Verstank. Verstank, genau. Vom Gestank und von der Korruption, was halt vorherrschte. Aber ich denke, die Sache wird auch bestimmt ein paar schöne Seiten gehabt haben. Was hat er denn jetzt gehabt für ein Problem? So, hier. Machen wir das noch? Na, nimm es. Bestien hast du erschaffen. Frieden ist nur ein Wort. Frieden ist nur ein Wort, ja. Genauso wie Liebe und Karma. War das ein Unfall? So, was haben wir hier? Sarto, ne, den brauche ich heute nicht. So, wieder ist wieder ein Klepto-Bob. Wenn du vor dir nicht sehen konntest! Verdammt, ich will doch nur essen! Na komm! Oh, Christo! Komm, komm, komm. Geht. Tschüss. Was willst du denn? Tschüss. Puff. Aua. Das tat weh. Du Sackratte. Das bezahlste. Das bezahlste. Sollen wir diese Welle der Mord? Weg hier. Ja, selber schuld, ne? Du hast Eckel, schneide ihn. So, und wo ist jetzt der Fritz? Der ist runtergefallen, oder? So, platsch, der hat's auch geknallt. Ist der jetzt, der liegt tatsächlich da unten? Gut. Noch eine Leiche. Ja, ist halt noch eine Leiche, ist doch selber schuld, wenn er klaut. Deine Därme in der Sonne dampfen zu sehen. Nein, du wirst nichts sehen.
So, hier kriegst du noch ein paar Reihen. Ja. So, rup. Zippel, zippel, zapp. So, hier kriegst du auch noch ein paar Reihen. So, ich hoffe, das tat weh. Wow, 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 wow. Tschüss. Einmal Hackfleisch. So, und ich will jetzt dieses Geld. So, 500 Schekel. Die helfen natürlich auch wieder enorm weiter. Mal gucken, ob einer Wurfmesser dabei hat. Ich bin nicht verkommen. Okay, ein Wurfmesser. So, noch ein Wurfmesser. Die sind noch nicht beerdigt, dann können sie gar nicht ruhen. Wenn ihr drauf oben trampelt. Na gut, ich mach's auch. Wie könnt ihr nur die Toten bestehlen? Sakrileg! Oh, egal ob Sakrileg oder Blasphemie, ich kaufe alles. Eine Leiche? So. Du wirst schon bald die Flammen nähren. Madre de Dios. Gut. Heiliger Vater, schütze mich. Weiter hier. Weiter im Text. So, hopp. Zieh. So, jetzt geht's. Das ist der Turm. Gut. Wo? Ah, hier ist ein Kletterknödel. Ein schönes Seil. Verehrte Bürger, in seiner Weisheit hat der untere Rat erlaubt, dass die Handelswege mit den Hafen stehen. Und hier ist noch ein Seil. Eine Vereinbarung, die euren Schutz garantiert. Nee, Moment, das ist nicht der Turm. Ich wollte schon sagen, es wäre der Richtige gewesen, aber er war es nicht. Er war es nicht. Ah, was willst du denn? Der Quengelfritze? Gibt's hier keinen, was? Gibt's nicht? Gibt's hier nicht. Na gut, muss ich halt auf die langsame machen. Du darfst nicht hier oben sein. Ja, ja. So. So, abseilen. Super. Sicher aufgekommen. Jo. Ho, ho, ho. Hier gibt's Party. Während eines Festes in San Polo hat der Doge verfügt, dass die Herstellung von Feuerwerkskörpern bestimmt im Norden unterliegen muss. Der Doge. Ich glaube nicht, dass der aktuelle Doge das verfügt hat, dass die Feuerwerkskörper bestimmten Normen unterliegen müssen. Das hat der nicht verfügt. Das hat der alte Doge vielleicht noch gemacht. Salute. So. Okay. Oh, da sind Mini-Noppen dran. Nehme ich natürlich gern. Jetzt muss ich gucken, wo waren die Fenster auf und hier. Ja. Ich möchte hier gerne rum. Gut, hier kommt man rum. So, und jetzt? Das ist hier der Knödel. Muss ich doch echt ganz rauf, ja? Muss ich doch gar nicht hin? Oder doch? Ich will da gar nicht hin. Wo war denn jetzt der Knödel? Ja, wie jetzt? Ach, weißt du was? Ich probiere das mal so. Jetzt aber. Jetzt geht's. So, wo ist der Sack? Wo ist die Knolle? Ich sehe nirgendwo den Heuwagen. Gibt's hier keinen? Doch, hier. Platsch. Oh, da hat er auch wieder böse mit der Anke aufgeschlagen, ne? Im Genick. Und dann hat's Plumps gemacht. So, hier gibt's ja noch weiteres Zeug. Codex-Seite. Die könnte ich mir jetzt holen. Und der Leonardo, der hat natürlich auch wieder Zeug.
Da hole ich mir noch die Codex-Seiten, dann gehe ich nochmal zum Leonardo. Das wollte ich jetzt nicht. Nein, nicht weg. Wollen hier kein Gemetzel anrichten. Noch nicht. Im Moment läuft es ja so halbwegs friedlich. Genau. So, jetzt will ich mal gucken. So, hier klettern wir mal rauf. Was weiter geht's nicht? Doch. Da geht's immer weiter. Okay, hier muss ich jetzt wieder runter. Nein, dahin. So, weiter. Und hier ist noch ein Seil, da bin ich sehr froh. Dass es immer so ein paar Möglichkeiten gibt, über die Dächer, also größere Entfernungen mit Hilfe von so einem Teil halt zu überbrücken. Das will ich schon geil, also zu überwinden, nicht überbrücken. Obwohl, überbrücken, naja, ist ja kein Schaltkreis. Eigentlich kein Schaltkreis. Macht alles Spaß. So. Gut. Ui, da ist eine Kiste. Hat einer seine Einnahmen des Tages liegen gelassen. Gut, nochmal 523 dazu. So, warte mal, ich brauche noch die Codex-Knolle jetzt. Wo waren die hier? Hier ist sie. Was ist das für Richtung? Darüber. Okay, das heißt, für mich muss ich jetzt leider etwas schwimmen. Schwimmen halt mal bis da drüber. Ich hoffe, er schafft das auch. Nicht, dass er absäuft. So. Badestunde rum. Exzellent. Geh weg, Gaukler. Geh weg. So. Und das mitten im Sperrbezirk? Nee, oder? Das ist außerhalb des Sperrbezirks. Hätte mich schon gewundert. So, wo ist das? Wo ist es? Ah, Mist. Zu kurz angesetzt. Meine Metallwaren sehr erschwinglich. So. Ich habe tolle Angebote für euch. Mein Gott. Nee, ich bin nicht übergeschnappt. Buonasera. Hallo, entschuldigen Sie. So, hier ist die Knolle. Was hast du für ein Problem? Wurdest du... Will ich pieksen? Du bist erledigt, mich widerliche Fremdlinge. Denkt immer, dass ihr es besser könnt. Entschuldigung, gnädigste. Du standest im Weg. Wow. Jetzt reicht's. So, jetzt kriegst du auch ein paar rein hier. Oh weh, dann kommt schon Verstärkung. Na gut, den haben wir schnell erledigt. So, fahrt mit. So, der ist hier. So, jetzt haben wir hier einen Klöppler. Guck mal hier, wie schön das knallt. Wuff, 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 wuff. Was willst du denn, hä?
Oh Mann, die haben es auch wieder in sich. Aber ich krieg sie down. So. Aufgeräumt. Ausgemerzt und aufgeräumt. Die Toten wehren sich nicht, wie? Du erbärmlicher Hund! Warum sollten sie sich wehren? Ich gestatte es nicht. Wer sich wehrt, der geht hier drauf. So. Und du auch noch. Spende mir. Damit ich mir noch eine neue Mullbinde kaufen kann. So, Odela. Viele Codex-Seiten fehlen dir jetzt eigentlich nicht mehr. Vier Stück haben an der Wand noch gefehlt. Und... mal gucken, was dann rauskommt an dieser Wand, wenn das Rätsel dann gelüftet wird. Ne, warte mal. Ne, da will ich noch nicht hin. Ich will erst zum Leonardo. Zum geliebten Leonardo. Nicht besser als die Tiere in der Wildnis. Ja, ja, Animali. Genau, Animali. Diese Bestien. Hier bekommt ihr ausschließlich Meisterwerke der Schmiede. So, da war ich schon drin. Okay, wie komme ich jetzt zum Leonardo? Probieren wir es mal hier. So, immer schön geradeaus. Oh, weh, da ist wieder ein Klepto-Bob, aber dem gehe ich jetzt mal aus dem Weg. So, wo ist er? Oh Mann, die stehen immer im Weg. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Ehrlich. Ich glaube, ich habe sie doch schon alle, oder? Oder hast du schon wieder was Neues? Liebe Leute, kauf! Guck mal, Rüstung? Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Ja, nicht hier ist es. Ich denke. Oh, auf Wiedersehen. So, jetzt, wo war der Eingang? Da um die Ecke. Hier, oder? Ich mag teuer sein, aber meine Waren. Ja, ja. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Wenn man dieses Wort umstellt und diese Zeile nach links bewegt, ist es entschlüsselt. Zwei Codex-Seiten entschlüsselt. Was habe ich jetzt zubekommen? Nochmal zwei Helfknödel, oder wie? Na gut. Nehme ich mir jetzt noch eine Mullbinde und mache mich jetzt auf den Weg wieder zu Antonio. Genau, zum Antonio. Entschuldigung. Boah, der hat's überlebt. Endlich mal habe ich keinen umgebracht.